Franz Rogowski spielt in Große Freiheit Hans Hoffmann. Ein Mann, der während der Nachkriegsjahre in Deutschland als Homosexueller gelebt hat. Und das waren Zeiten, in denen das sehr gefährlich war, denn damals war das noch ein Verbrechen. Und er kam auch mehrfach deswegen ins Gefängnis. Franz Rogowski, was kann dieser Mann eigentlich nicht? Also auf jeden Fall konnte er sich mit dieser Rolle und diesem Film schon mal in Cannes beweisen. Da hat er nämlich den Jurypreis gewonnen. Sehr begehrter Preis. Und er, Große Freiheit, konnte sich auch als österreichischer Oscar-Beitrag für den besten internationalen Film qualifizieren. Das ist ja schon mal vielversprechend. Ich verrate Ihnen jetzt in meiner Besprechung mehr. Hans liebt Männer. Und dafür wird ihm die Freiheit genommen. Denn Hans lebt zu einer Zeit, in der Homosexualität verboten ist. In der Mitte warten. Große Freiheit ist aber dennoch kein Film, der den Zuschauenden auf Krampf mit der Moralkeule eine Botschaft einhämmern möchte. Es ist auch kein Film, den man sich anschaut. Es sind Menschen, die man beobachtet. Es ist die Enge des Gefängnisses, die man spürt. Getragen wird die bedrückende Atmosphäre von den starken, stoischen Schultern von Hauptdarsteller Franz Rogowski. Wie ein Fels in der Brandung. Wir machen doch nicht, wir reden nur. Widersetzt sich sein Charakter zwar einerseits den Autoritäten, andererseits erträgt er tapfer und stumm sein Schicksal. Ab jetzt Hochverbot. Beweg dich. Beweg dich! Gesprochen wird wenig. Umso überraschender wirkt die zerbrechliche Stimme Rogowskis in den einfühlsamen Momenten, wenn man daran erinnert wird, dass sich hinter dem strengen Blick ein Wesen mit Gefühlen verbirgt. Ich kann dir helfen, Victor. Wenn du willst. Kommuniziert wird meistens über Blicke. Worte können von den Falschen gehört, man könnte ertappt werden. Im Zentrum der Erzählung steht Hans' Freundschaft zu Victor. Der verachtet ihn zwar wegen seiner Sexualität, und doch stehen sie einander bei. Ihre komplexe Beziehung ist getrieben von gegenseitigem Respekt, aber auch von Eifersucht und Ekel. Große Freiheit ist ein Film über kleine Gesten, ob sie bedingungslos ausgetauscht werden oder an Bedingungen geknüpft sind. Man besorgt sich gegenseitig Zigaretten und stellt sicher, dass Liebesbriefe von einer Zelle zur nächsten gelangen. Große Freiheit überzeugt mit unvergleichlicher Härte und Zartheit. Man sollte ihn auf keinen Fall im Kino verpassen, denn nirgendwo sonst kann sich die Beklommenheit des Films so entfalten, wie wenn man mit Fremden eingesperrt in einem dunklen Saal sitzt und einfach mal die Stille aushält. Ja, du musst mir schon sagen, was ich da beten soll. Egal, mach einfach.